So, mein vorgeschobenes kurzes Video. Dieses Video ist nur für Max Mustermann. Ich muss mal eben hier vom Infrarotthermometer die Kappe ziehen. Hier, das Wasser hat eine Temperatur von 20 Grad. Nehmen wir eine Mikrowelle, stellen wir auf 1 Minute ein, stellen das Wasser rein und sehen wir, wie heiß es wird. Man kann natürlich auch sehen, an dem dünnen Drahtgitter, was hier drin ist, was ausreicht, um Mikrowellenstrahlung abzuschirmen. Das Wasser ist gut warm geworden. Wir messen 66 Grad. Gut, dann kommt das Wasser weg und wieder kaltes Wasser rein. Das mache ich jetzt. Einmal kaltes Wasser, damit das Glas abkühlt. Dann hole ich mal eben Alufolie. Ich nehme jetzt einfach die ganz dünne Küchenalufolie. Ich weiß nicht genau, wie dick die ist, aber die ist ziemlich dünn. Das Glas ist zwar noch warm, aber ich denke mal, das wird das Wasser nicht so weit aufheizen. Das Wasser 20 Grad. Und das Glas hat noch 26 Grad von dem heißen Wasser. Und jetzt werden wir das Ganze in nur einer einzigen Dünnschicht Alufolie einpacken. Hier, da. Das Ganze mache ich jetzt. Ja, das war ein bisschen wenig Alufolie, wie man sieht. Das Problem ist natürlich, wenn da Lücken drin sind. Dann kommt die Strahlung natürlich trotzdem durch. So. Es ist nicht sehr dicht, es ist nur ganz provisorisch. Es war ein bisschen wenig. Ups, Alufolie. Aber nochmal rein. Und wieder 1 Minute. Man sieht's. Ja. Das hatte ich eben nicht das Problem. Jetzt ist es doch nicht vorbei. Oh. Das ist natürlich blöd. Ja, das ist natürlich der Strom, der erwähnt wurde, der entstehen kann. Wenn die Alufolie richtig rumgewickelt ist, passiert das Ganze nicht. Ich hatte das Ganze vor dem Video schon mal ausprobiert und da hatte ich keine Plasmaflammen. Aber es hält sich jetzt ja auch noch in Grenzen. Aber daran sieht man auch, wie stark ein Magnetron ist. Und das ist nur eine Mikrowelle mit 600 Watt. Es gibt ja auch welche mit 800 Watt. Auf der Arbeit habe ich eine mit 1,7 kW. Und das ist schon eine ganz andere Welt. Bei 1,7 kW wird die Alufolie nicht lange überleben. So, ich merke es schon, das ist nicht sehr warm. Nehmen wir das mal hier raus. Und dann messen wir mal. Und dann wollen wir mal sehen, wer jetzt recht hat. Ich glaube, ihr habt es gerade gesehen. Ja, 26 Grad. Das Wasser hat sich gerade mal um 6 Grad erwärmt. Im Gegensatz zu vorher, wo wir 66 Grad hatten.
23 Grad. 24, 23. Hier, ich kann auch meinen Finger reinhalten. Das würde ich bei 66 Grad sicherlich nicht machen. Und wie ihr seht, oh, wenn ich jetzt sogar umrühre, wird es sogar 22 Grad nur. Das Wasser ist fast genauso kalt, als wie es aus der Leitung kommt. Das ist wirklich nur 2 Grad wärmer geworden. Tja, Mr. Max Mustermann. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass du komplett Unrecht hast. Aber wie du sehen kannst, reicht Alufolie sehr wohl aus, um Mikrowellenstrahlung ausreichend abzuschirmen. Und man kann sagen, wir haben hier 90% mindestens abgeschirmt. Ja, trotzdem ist es nicht ganz unrichtig, was du geschrieben hast. Du hast in einigen Punkten schon recht, aber wie gesagt, mit Alufolie kann man Mikrowellenstrahlung abschirmen. Darum ging es ja. Trotzdem vielen Dank für deine Kommentare und ja.